Wir feiern ein Jahr Scream for Metal Live Show. Hey! Ja, hey! Schlägt sie die Stimme! Willkommen bei Scream! For Metal! Das haben wir doch gut hinbekommen. Frankie, Brother, wie geil! Jetzt sind wir soweit. Eine weitere Rockcast, Podcast, sonst was Show. Die Frage, die sich als erstes stellt für alle, braucht es überhaupt? Was machen die? Warum machen die das? Ja, einige kennen uns bereits. Wir sind schon 39 Zuschauer weltweit. Sehr geil. Danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, hier Frankie, Hellfire Frankie und Eagle Anders. Ich müsste meinen Namen eigentlich mal ändern. Egal. Die Insider wissen, warum da Eagle steht. Genau. Ist ein bisschen peinlich, ne? Es klingt so American und es klingt so nach sehr alten Classic Rock, aber egal. Frankie, wer sind wir überhaupt? Warum machen wir die Show? Weißt du das? Wir machen die Show, weil jeder Mensch, bin ich der Meinung, eine Geschichte zu erzählen hat, beziehungsweise jeder Mensch hat ja seine Daseinsberechtigung. Und es gibt so viele Geschichten zu erzählen von jedem Leben, kann jeder erzählen und dabei sein. Ja. Und hier schreibt, wir haben auch schon Gäste hier. Das seht ihr natürlich nicht draußen. Erstmal nochmal danke, dass ihr alle so zahlreich, ich sehe hier schon, wir haben über 40 Kommentare jetzt schon. Wow. Also wenn nicht alles nur der Michael ist, natürlich. Der übrigens, ja, der ja heute auch noch auftauchen wird. Der hat sich jetzt umtaufen lassen übrigens. Der hat jetzt einen anderen Namen, ne? Also stellt euch schon mal drauf ein. Heißt nicht mehr Micha. Ist ja auch, ich meine, als Rockstar muss man sich schon was überlegen. Zum Beispiel Eagle oder Hellfire. Was richtig kreatives. Was richtig modernes. Vielleicht okay. Hat er ja auch 40 Fake-Profile. Ach, das schreibt man lieber im Private Chat, okay? Weil ich glaube, da geht schon einiges. Apropos, das passt ganz gut dazu, Leute. Ja, genau. Ja, ja, du weißt, was kommt. Du weißt, was kommt. Die Bierrutsche kommt jetzt. Geil. Weil wenn ihr denkt, dass alles scheiße ist, dann denkt doch mal dran, dass manches auch gut läuft. Genau. Und zwar, manches läuft wirklich ausgesprochen gut, obwohl es vielleicht gar nicht auf. Verdient hat. Also. Ein Bier gegönnt von in der Bahn, das hat die ganze Zeit übelst reingehauen. Michi! Ey, das ist kaputt! Ich hab's auf Video! Alter, Michi! Es ist nichts kaputt! Ich könnte den ganzen Tag, ich glaube, ich schaue das auf 10 Stunden Loop an. Es ist nichts kaputt! Wie sie freut! Ist so ehrlich! Ja, okay. Halb tot in eine umkleide Kabine umgefallen. Weißt du, so, oh, okay, jetzt war's genug. Lecklicher Marsch. Ja. Und das Geile ist, auf der Bühne merkst du das dann nicht. Mhm. Ja, schön, weißt, ja, da stehst du dann so unter Adrenalin, ja. Und ja, genau. Weil es Spaß macht, ja. Und dann aber
von der Bühne runter und dann merkst du, dass die Luft nicht mehr da ist und dass sich alles dreht, ja, und nichts gegessen, nur gesoffen, ja, und dann ist nicht so gesund. Aber es war schön. Aber es war geil, ja. Das erklärt auch, warum der Micha ständig umzieht, damit ihn die ganzen Alimente keine Geschäftsadresse nicht vorhanden. Sozusagen Briefkastenfirma. Also Produktion. Oh Gott. Ja, Micha, wir sind dir natürlich sehr dankbar, dass du hier Geschichten aus dem Nähkästchen erzählst. Es ist ja auch nicht im Internet, es ist ja auch nur unter uns. Ist unter uns. Ja, ist ja nur in der privaten Facebook-Gruppe, was wir hier so. Ja, ja. Habt ihr gehört? Gruppe, habe ich gesagt. Gruppe. Halli, hallo, hallöle, ich grüße euch. Da ist die Fischer Christel von Sagenhaftes Bayernrock bei Feelgood Radio aus dem Studio 4. Ein Vögelchen hat mir was gezwitschert. Scream for Metal wird ein Jahr alt. Und da möchte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, euch tollen Jungs zu gratulieren. Jeden Samstag geht ihr live auf YouTube-Sendung und dabei holt ihr oftmals die besten und tollsten Bands her. Ja, bei euch erfahrt man natürlich Hintergrundwissen über den tollen Metal. Und ihr seid definitiv eine Bereicherung für die Rock- und Metal-Welt. Also ich bitte euch, macht weiter, mindestens die nächsten 100 Jahre. Ich freue mich so für euch und, wie gesagt, in Bayern darf man sagen, feiert's gescheit, lädt es gescheit krochen. Eure Fischer Christel von Sagenhaftes Bayernrock bei Feelgood Radio. Ja, hallo Jungs, grüß euch, hier ist der Tom. Ich möchte euch herzlich gratulieren zu euer einjähriges Bestehen. Ich muss sagen, ihr macht einen super Job. Bin natürlich begeistert, ich bin fast jeden Samstag dabei und schaue mir die Sendung an. Und wie gesagt, ich wünsche euch nur das Beste, macht es weiter so für die Zukunft. Ich drücke euch die Daumen, es grüßt euch der Tom und macht es weiter so, Jungs. Super, alles klar. Danke, ciao, grüß euch. Das ist ja ungesund, wenn man, und wie nennt man das? Dehydriert ist. Dehydriert ist. Das ist total gefährlich. Ja, das ist sogar gefährlich. Ich habe gerade ausgerechnet von den Songs her. Wir wollen ja heute, die Dani weiß das ja, ich glaube nicht, wir haben die letzte Woche, haben wir 5 Stunden 45 gesendet und der Micha hatte mich. Der Micha möchte heute unbedingt die 6 Stunden voll machen. Ja. Soll ich noch Das habe ich quasi noch. Also von der Balance her kommen wir auf jeden Fall auf die 6 Stunden heute. Wir müssen halt das mal durchhalten. Ja? Also zum Schluss. Was heißt, wir müssen durchhalten? Wie heißt das durch? Ist das so negativ? Also durchhalten. Das ist jetzt nicht wie bei dir zu Hause im Bett, dass die Tanja sagt, Frankie, bitte durchhalten. So. 2 Stunden. Ja, okay. Ganz ehrlich, bei 6 Stunden bin ich auch nicht mehr dabei, aber okay. Was? Mich ja. 5,5 schaffe ich vielleicht noch. Ich bin froh, wenn ich 6 Stunden schaffe, ey. Tanja. Inklusive Ausziehen und Duschen, ja. Alles klar, was soweit. Wir leben für den Samstag. Also hau mal rein. Faces from Beyond. Verbrauchertipp, Käpsele trinken ist echt lecker. Product Placement ist eigentlich verboten, aber mach ruhig. Aber die Flaschen sind unfassbar klein, also die sind echt schnell leer. Das ist nicht 0,5. Nicht gut. Sind das 0,33er, oder? Ja, ja. Du hast klein. Extra deine Hand größer gemacht, damit du dann sagen kannst, die Flasche ist so klein. Ja, klar. Ja, ist klein. Ich das hast ja gleich leer, logisch. Bei D-Cooker habe ich meine Hand größer gemacht. Also, ihr werdet schon sehen,
birthday to you. Happy birthday to you. Scream for Metal ist ein Jahr alt. Happy birthday to you. Toodaloo, big song! Yeah! Hey Männer, alles Gute zum Einjährigen. Scream for Metal. Auch von meinen Jungs von Jaded Hearts. Geile Sendung. Bis bald auf ein Bierchen. Okay? Also, muss ich mal ganz dringend was sagen. Ohne Scheiß. Das habe ich noch nie gemacht. Aber das muss ich jetzt machen. Ohne Scheiß. Ihr ganzen Assis, wo früher meine Schallplatten ausgeliehen habt und nicht zurückgebracht haben, auch von Freunden. Ja. Namen nennen. Nenn doch Namen. Ohne Scheiß. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Oder Leute, weißt du, so Menschen, wo von dir Werkzeug ausleihen und nicht mehr zurückbringen, was soll denn das? Habt ihr keinen Charakter oder was? Hey. Ihr könnt die CDs und alles könnt ihr anonym zurückschicken an Frankie. es gibt auf unserer Facebook-Seite, glaube ich, zwangshaft oder YouTube, es gibt eine Impressum. Es gibt eine Impressum auf unserem YouTube-Kanal. Schickt es dahin, bitte. Ohne Scheiß, du. Das geht gar nicht. Lieber Frankie, Andras, Micha, ich wünsche euch wirklich von Herzen alles Gute zum einjährigen Jubiläum von Scream for Metal und eurer super Sendung. Macht weiter so, bringt uns weiterhin viel Freude mit dieser Sendung und ihr habt euren vollen Support von Rock of Angels Records. Ja, ich wünsche euch wirklich noch 1000 Sendungen und viele, viele spannende und tolle Interviews. Von Rock of Angels gibt es im Jubiläum ein paar T-Shirts zur Verlosung. Wir haben ja auch 10-jähriges Jubiläum mit Rock of Angels Records. Und auf unserer Seite gibt es natürlich dann von raw.dr gibt's eine Verlosung, da könnt ihr dann auch gerne teilnehmen. Ja, bis dann, nochmal alles Gute und weiterhin so. Ciao. Servus, Scream for Metal! Servus! Ein Jahr habt ihr jetzt schon wieder geschafft, wer hätte das gedacht? Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr seid ja ganz fleißige, schneidige Burschen. Ihr Wixi-Männer. Leider können wir nicht dabei sein live, weil wir selber ein Konzert haben in Fürstenfeldbruck. Schicken aber die besten Grüße. Ja. Alles Liebe aus Fürstenfeldbruck. Jawohl, Rockhauptstadt Fürstenfeldbruck. Bitte. Servus. Hey Metalheads, es gibt was zu feiern. Und zwar ein ganzes Jahr. Scream for Metal! Ein fettes Dankeschön an die Moderatoren Andras und Hellfire Frankie für ihre Liebe zur Musik und den unermüdlichen Einsatz. Auch ein fettes Danke an die Bands und Fans, die dieses Format unterstützen. Yes! Hallo zusammen! Das ist Scream for Metal Freaks! Ich wünsche euch alles Gute, ein Jahr jeden Samstag zu hoffen. Ist doch sensationell. Ich finde es eine geile Show und ihr seid sowieso geile Sieger. Und wieso alles auf Schweizerdeutsch? Weil wir international sind. Ich wünsche euch Wiedersehen, einfach alles Gute. Rock and Roll! Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Scream for Metal. Happy Birthday to you. Auf die nächsten 99. Scream for Metal. Namt Jungs,
alles Gute zu eurem Geburtstag. Frankie, Andrasch und Micha. Immer das so geil. Danke dafür. Ein Jahr geile Mucke. Wünsche euch noch viele weitere Jahre. Und bleibt so, wie ihr seid. Chaoten, Schuftkörper, sexuell, geistig weitgeschrittene. Also bleibt so, wie ihr seid. Wir sehen uns. Und ich erhebe als Glas. Micha! Prostehe auf euch. Wir sehen uns. Scream for Metal. Hi Screamers, hi Frankie, Andrasch und Micha. Herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Wirklich eine klasse Sendung habt ihr da am Start. Informativ und immer was zum Lachen. Macht weiter so. Cheers, Metal Brothers. Hallo, meine drei Lieblings-Showmaster. Endlich ein Jahr Scream for Metal. Hammer, ich bin begeistert. Vielen, vielen Dank für eure Mühe, für alles, was ihr für uns getan habt, für das Lachen, für das Weinen, für die Bands, für die Interviews. Vielen herzlichen Dank. Und weiter so, vielen Dank für all die Freunde, die ich kennenlernen durfte durch euch. Ich freue mich auf die nächsten Jahre. Danke. Liebe Grüße, eure Manu. Ciao. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Scream for metal. Happy birthday to you. Prost, ihr geilen Typen. Weiter so. Yeah. Hört, hört, die Scream for Metal Show wird ein Jahr alt. Gratulation! Es ist wirklich eine Freude, euch zuzusehen und zuzuhören. Ja? Man merkt, dass es euch Spaß macht und dass ihr richtig Freude habt. Und die Freude ist ja die Essenz, die einem immer zum Weitermachen antreibt. Und das wünsche ich euch. Habt viel Freude dran auf die nächsten Jahre. Ich hebe mein Glas, mein nicht vorhandenes, ja, aber imaginäres und trinke einen auf euch. Das mache ich nachher, sobald ich hier das Video fertig habe. Genau, okay, wünsche euch alles Gute, macht weiter so, Chapeau, euer Jo von Freedom and Pain. Aus dem kalten Dortmund, warme Grüße zu euch ins Studio zum einjährigen Jubiläum von Scream for Metal. Hallo Hellfire, hallo Andrash, hallo Micha. Ein Jahr Scream for Metal, yeah! Ihr habt tolle Bands dabei gehabt und was soll ich sagen, macht weiter so und bleibt so, wie ihr seid. Ihr macht eine tolle Show für die Leute und es freut mich, wenn wir dann auch mit Black & Damned wieder im April wieder bei euch sind. Ja, macht's gut und auf ein weiteres erfolgreiches Jahr. Macht's gut! Ciao. Ein Jahr Scream for Metal auf YouTube. Was für ein Hammer. Alles Gute zum Geburtstag von mir an euch. Danke, dass ihr den Song Metalzeit immer spielt. Ne? Metal. Und ja, feiert schön, habt viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns mal auf ein Sommerbierchen.